Die Corona-Krise. Ganz schlecht für die Welt. Ganz schlimme Sache. Aber vielleicht, weil wir jetzt alle so viel Zeit haben mit diesem Lockdown, können wir das nutzen, indem wir kurze Putts üben. Alles, was wir brauchen, sind zwei Golfschläger parallel nebeneinander, ein Stück Teppich und eine Ravioli-Dose oder eine Gemüsedose. Irgendeine von diesen 750 Gramm Dosen passt genau, ist fast haargenau der gleiche Größe als ein Golfloch. Dann brauche ich nur die drei Regeln zu beachten und die sind, dass der Schläger gerade bewegt, bei kurzer Putts gerade zurück, gerade nach vorne. Der Schläger verkantet sich nicht und vielleicht das Wichtigste, dass die Achse, sprich mein Hals, still bleibt. Viel Spaß beim Üben. Und dass die Achse still bleibt, sprich mein Hals. So, wenn ich diese beiden Schläge auf den Boden lege, den Schläger gerade hinstellen und absolut still bleibe. Den schlage ich.